Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche und das kann ich nur zurückgeben. Mein Glückwunsch an Hamburg zum Klassenerhalt. Ja, ist natürlich wahnsinnig bitter. Wir haben einen heißen Kampf geliefert über beide Spiele. Uns war klar, dass Hamburg natürlich in ihrer individuellen Klasse besser ist als wir. Das haben wir, glaube ich, ja, 180 Minuten lang ausgeglichen durch unser Herz, durch unsere Leidenschaft, auch durch unsere Ordnung. Die Mannschaft hat Sensationelles geleistet. Ich glaube, es haben, ja, keine Ahnung, 3 Minuten, 4 Minuten gefehlt, um wirklich diesen Traum wahr werden zu lassen. Dann gibt es einen Freistoß. Ich habe es mittlerweile 4, 5 Mal gesehen. Zweifelhaft. Dieses Kriterium der Vergrößerung habe ich nicht gesehen. Trotzdem wurde es gepfiffen. Damit müssen wir leben. Das ist natürlich bitter, weil ich glaube, wir hätten diese 3 Minuten überstanden. Mit dem Einsatz, mit dem Herz, was wir gezeigt haben. Auch der Versuch, das auszugleichen mit dem Elfmeter, war genauso unnötig. Auch das ist jetzt kein Elfmeter, glaube ich, gewesen. Man hat dann gemerkt in der Verlängerung, dass Hamburg zulegen kann, dass wir körperlich nachlassen. Man hat schon gemerkt, dass der eine oder andere müde ist. Wir wussten, dass Hamburg körperlich sehr stark ist, eine körperlich sehr robuste Mannschaft hat. Und das haben wir dann über diese Strecke leider nicht halten können. Ja, und so müssen wir das leider akzeptieren, wie es im Sport, im Fußball nun mal so ist, dass auch solche Aktionen, die man im Nachhinein nicht verstehen kann, leider dazugehören. Heute waren wir die Leidtragenden und das ist natürlich ganz bitter. Ich habe am Ende die Mannschaft hochgeholt, weil einfach viel am Boden lagen und ich glaube, das müssen wir nicht. Wir können hier erhobenen Hauptes aus dieser Saison gehen, aus diesem Tag gehen. Die Enttäuschung ist natürlich groß, auch bei den Spielern. Und jetzt gilt es dann, das zu verarbeiten. Den Blick dann nach vorne zu richten, das wird ein bisschen dauern. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist mir bewusst. Aber ich glaube, wenn man ja einen Strich zieht, haben wir eine tolle Saison gespielt. Wir haben den Leuten hier tollen Fußball gezeigt. Leider war dieses Quäntchen Glück, was man braucht, um aufzusteigen, heute nicht auf unserer Seite. Danke sehr. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.